So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Zu Silent Hill 6. Mit Travis mit abgeschnittenem Bein. Na komm her. Ich bin der Erste. Ich weiß nicht mehr, wie man was macht. Ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt. Gut nicht. Was ist das? Eine Ampulle. Sehr schön. Tür klemmt, aber wir müssen das hier noch erkunden. Wenn wir im dunklen Silent Hill sind, dafür müssen wir, glaube ich, hier rein, richtig? Spiegel. Spiegel. Können wir das noch merken? Ein Wunder. Und ich weiß schon, dass mich bald wieder ein großer Kampf erwartet. Ich habe richtig Bock drauf. Wie soll es denn auch anders sein? Oh, runter, du Sau. Ja, toll. Ich kämpfe gegen zwei gleichzeitig, sehe ich gerade. Ich drück die falsche Taste. Und tschüss. Find mich mal. Ein Jagdgewehr. Munition fürs Jagdgewehr. Was ist? Oh, ein Küchenmesser. Aua! Hör mal auf damit. Frage ist jetzt nur, wie es uns geht. Das ist ein schlimmer Fehler, den wir da machen, aber... Ich will die Karte. Okay. Okay, das haben wir alles. Dann können wir ins andere Seite wechseln. Ist da was? Nee. Ein Katana, sehr schön. Noch was? Nein. Wir werden so drauf gehen. Hallo und tschüss. So, das Rätsel. Wenn wir uns das richtig aufgeschrieben haben, was ich hoffe, ich wollte speichern vorher. Egal. Wir werden es einfach sehen. Ein großer Theaterscheinwerfer, der mit dem Buchstaben A markiert ist. Eine Glühbirne fehlt. Wenn wir richtig aufgeschrieben haben, dann... ist A500. Wir testen's. Das müsste ja dann B sein. B müsste dann... Ich gucke auf meine Notizen... 125 sein. A und B nicht größer als C sein dürfen. C müsste dann das größte sein. Richtig? Ja, denn D darf nicht größer als A sein. Du müsstest dann die letzte sein.
Hoffe ich doch. Hat unsere Mathematik gefunzt? What the fuck ist das? Wir haben Musik, also müsste es funktioniert haben. Licht an, Licht an, Licht an. Licht an, gut. Dann können wir ja jetzt runter die Sicherung machen, richtig? Ihr könnt keine Türen öffnen, ihr habt keine Hände. Was ist das? Nix anscheinend. Der Weg ist jetzt frei. Das ist sehr schön. Wir müssen noch einen runter. Guten Tag. Guten Tag. Ich hoffe nur... Ich weiß, dass gleich ein großer Kampf kommt. Ich hoffe nur, der ist nicht zu schwer. Ich laufe mal an euch vorbei, bin ich richtig? Fast. Ach, jetzt können wir das Messer mitnehmen. Sehr schön. Vielen Dank. Jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen. Ein schwerer Schalter mit der Aufschrift Vorhangsteuerung. Ob ich ihn benutzen soll? Yes. Klingt, als ob der Vorhang hochgeht. Travis. So, und jetzt? Eine Tür, die nicht geht. Und Munition für die Schrotflinte. Statt Schrotgewehr, das weiß ich, ist mir aber auch egal. Wait a second. Waren wir denn hier schon im dunklen Silent Hill? Ja, waren wir. Gut, dann gehen wir nicht jetzt durch den Spiegel. Wenn es nicht unbedingt Travis nötig ist. So. Keine Ahnung, was für eine Szenerie das war. In die wir rein müssen. Warum haben wir denn schon wieder Licht an? Aber irgendwas scheint sich ja zu tun. Gehen wir jetzt durch den Spiegel und mal gucken, was passiert. Ich bin nicht unbedingt gesprächig heute. Es tut mir leid. Fehlt irgendwas? Nein. Stage Office Schlüssel. Wo ist denn das? Oh, hab ich mich erschrocken. Be not afeared. The aisle is full of noises. Sounds and sweet airs that give the light and hurt not. Sometimes a thousand clangling instruments will hum about mine ears. And sometimes voices that... If I then had waked after long sleep, will make me sleep again. And then, in dreaming, clouds me thought would open and show riches, ready to drop upon me then. When I waked, I cried to dream again. Das Theaterstück?
Ja, Travis, geh doch einfach durch, bitte. Danke. So, wo ist das Strange Office? Wir werden erstmal speichern. Also der Controller springt ein wenig und das Spiel anscheinend auch. So. Stage Office. Stage Office, da. Okay. Ganz nach hinten. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Komm. Weiter? Weiter. Ja, das ist ja noch einer. Aber nee, schicker Hintern. Wie viel von welcher Waffe haben wir denn? 12, 24, 18, 35. Erste-Hilfe-Kasten ist auch nicht mehr zu sehen. Nutzen wir die Sachen mal. Warte, das Katana war doch so gut, oder nicht? Wo war es denn? Wir müssen unbedingt... Sachen loswerden. Ich habe 3 Hammer. So, Räumkarton. Ein Steuerhebel. Aha. Ist hier sonst noch was? Papiere und Bücher. Papiere und Bücher. Papiere und Bücher. Kannst du noch lesen, Travis? Lies doch mal was vor. Anscheinend nicht. Den richtigen Weg findet er nämlich auch nicht. Tschüss. Die hier sind weg. Oh. Ja. Oh, klar. Kämpfe ich nicht gegen die Puppen? Dann bringen sie mir den verdammten Hund her, ha? Huh? Ist doch immer das Gleiche. Falsch. Wie geht's uns denn? Ich will die Ampulle nicht benutzen. Und ich weiß, wir brauchen jetzt gleich eine Schusswaffe. Aber welche? Welche nehmen wir nur? Schrotflinte vielleicht. Wissen wir, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, das war die, die immer nur 2 hat. Das ist doof. Ja, Travis, du brauchst dich nicht verstecken. Ich habe genauso Angst wie du. Wir haben den Nebel benutzt. Aber wofür? Für die Höhle. Und es ist immer wieder ein Traum.
War's das? Ich würde sagen, scheinbar ja. Wir speichern nochmal. Solange das Spiel mich lässt, speichern wir nochmal. Auf jeden Fall. Damit ich nicht alles nochmal machen muss. Denn ich habe keine Lust darauf. Und ich befürchte, dass ich das nochmal machen werden muss. Das wird nämlich jetzt ein großer Kampf. Mit einem großen Gegner. Schön im Kreis gehen. Nee, falsche Taste. Lad doch nach. Hallo. Au. Keine Muni mehr oder was wird das? Ich weiß, wo drauf gehen. Ich will mir das nicht ständig angucken. Wer nicht eigenständig lädt, nachlädt, mache ich das. Scheiße. Das war's? Ich dachte, jetzt kommt mehr. Ich dachte echt, jetzt kommt mehr. Ich hatte mehr erwartet. Ich hatte total Angst vor diesem Kampf. Genauso wie vom Butcher. Und wir brauchen unbedingt Heilung, denn wir haben nur noch die Ampulle jetzt. Unwahrheitsobjekt. What? You need these, don't you? Ja genau, zeig's ihm.